Hallo liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit in Echtzeit hier heute am Mittwoch, dem 24. Juli 2013 aus Köln. Aber es kann auch gleich wieder in Leipzig sein oder woanders. Jedenfalls habe ich aus der Echtzeitsituation viele Kommentare zu dem Hauptthema heute. Neuer Riese auf dem Mobilfunkmarkt. O2 will E-Plus übernehmen und mit 43 Millionen Kunden die Nummer 1 in Deutschland werden. Wettbewerbshüter befürchten weniger Konkurrenz. So, da gehe ich jetzt drauf ein. Ich will nur mal zeigen, das haben auch alle anderen Zeitungen am Zeitungsstand, aber die ausländischen nicht. O2 will mit E-Plus an die Spitze, hat der Tagesspiegel aus Berlin am 24. Juli, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. O2 will Rivalen E-Plus übernehmen am 24. Und die Schweizer Neue Zürcher Zeitung hat das zumindest nicht auf Seite 1. Und wenn wir da reingucken, was die haben wirklich aus meiner Sicht der deutschen Presse viele internationale Dinge auch, die die Schweiz interessieren, komischerweise mehr als uns. Darin liegt eine Verschiebung. Der Grund, weshalb ich diese deutschsprachige Schweizer Zeitung fast täglich kaufe, beziehungsweise auch im Internet gucke. Verteidigungsminister unter Beschuss Thomas de Maizière hat jetzt gesagt, er hätte sich viel verdient, das will er jetzt ernten. Ein Verteidigungsminister, der mit seiner eigenen Ministerialität nicht klarkommt und der permanent lügt, ist überhaupt unfähig, Militär zu führen, Krieg zu führen, Verteidigung zu führen, Bundeswehr zu führen, in einer Regierung verlässlich zu arbeiten, militärischen Abschirmdienst richtig zu integrieren. Wie soll das denn gehen? Also der muss natürlich weg, ist sogar keine Frage. Also die O2E-Plus-Nummer ist hier auf der Süddeutschen Zeitung am größten, da nehme ich das auch. Neuer Riese auf dem Mobilfunkmarkt. Hier wird also von Varinia Bernau, na wenn das mal nicht ein Künstlername ist, geschrieben. Großfunktion auf dem deutschen Mobilfunkmarkt. Das niederländische Telekommunikationsunternehmen KPN verkauft seine Tochter E-Plus für 5 Milliarden Euro in bar an O2 Deutschland. So, ich bin, wenn ich mich nicht täusche, bei E-Plus Medion mit meinem Aldi-Stick. Jetzt werde ich verkauft. Na Mensch, das ist ja hart. Teil des spanischen Telefonica-Konzerns ist O2. Damit entsteht für die beiden bisher größten Anbieter Deutsche Telekom und Vodafone ein neuer mächtiger Gegner. Und das ist dann in Zukunft, wie das heißt, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich E-Plus oder so. Worauf es ankommt, ist Folgendes. Hierdurch wird der Wettbewerb und der Wettbewerbsdruck, damit sie niedrige Preise anbieten müssen, geringer. Drei große können schon Absprachen miteinander machen. Die Konkurrenz wird also schlechter. Die Marktlage, die Qualität für uns alle als Benutzer wird definitiv schlechter. Da muss man das Kartellamt ranrufen und sagen, stopp, solche Riesen brauchen wir gar nicht. Wenn wir nicht durch die gesetzlichen Vorkehrungen schaffen, endlich Breitband für alle, um zu erkennen, IT-Revolution ist nun mal the coming thing, das ist schon die laufende Sache, dann müssen wir doch selbst in Bayern Dörfer, wo das Kind nicht Facebook machen kann, ja, dieser Schwachsinn, in den Schulen, beim Deutschlandfunk, überall fummeln sie mit Facebook rum. Ich glaube, die spinnen überhaupt total, ja. Diese Art von privater Datenabzockerei. So, also, mit anderen Worten, wir brauchen in Deutschland Hochleistungsbreitband und zwar symmetrisch mit irren Uploadraten und so weiter, Downloadraten, Hochgeschwindigkeiten. In Deutschland, in jeder Ecke, das sollen sie machen. Und wenn das hier von der Fusion von O2 und E-Plus nicht zu sehen ist, dass das kommt, dann ist das überhaupt gar kein Vorteil für die Nutzer. Dann sollte man stattdessen lieber die beiden großen Telekom und Vodafone verdonnern, endlich mal flächendeckende schwarze Flecken auszudehnen. So, schwarze Flecken weg. IT-Politik von Frau Merkel, wo bist du? Ah, im Urlaub. Fliegende Holländer. Naja. Schwachmatik.